Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Wir sind mitten im Dschungel in der Nähe vom Dorf, haben hier noch jetzt noch was zu erfüllen und haben noch diesen ganzen Weg hier vor uns. Oh, und ich habe hier noch was markiert, aber egal. Wir können jetzt gerade... Nicht bewegen, Gojo. Ka, Taobi. Bleib locker, ich bin keiner von Garcias Piraten. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ich will dich nicht töten, aber ich werde es tun, wenn es sein muss. Ich mach dir schon keinen Ärger. Was machst du eigentlich hier? Piraten plündern unsere Gräber. Es sind zu viele für einen Racker. Einen Kampf. Aber ich behalte sie im Auge. Was plündern die Piraten aus den Gräbern? Alles, was aus Gold ist oder glänzt. Zum Glück lassen sie ihre Beute oft allein. Ich konnte ihnen einiges heimlich wieder wegnehmen. Ah, danke dafür. Ah, ja, interessant. Deine Frau Dara schickt mich. Sie will, dass du nach Hause kommst. Solange die Plünderer hier sind, werde ich nicht gehen. Kannst du mir was beibringen? Oh no, Gojo. Nicht solange unsere Gräber geschändet werden. Ja, okay, dann mache ich das ich halt. Ich guck mir das mit den Piraten mal an. Capo Ono Bambule. Was? Pass auf, dass du keinen Ärger machst. Ich mach das schon. Ich mach doch Ärger mit denen. Also an denen, also egal. Ab geht's. Okay, wir haben also hier wahrscheinlich gleich die nächste goldene Maske. Hallo? Ich schneide dich in Streifen. Automatische Feinde, okay, sehr gut. Au! Jetzt reicht's mir jetzt schon. Da, da, du Penner. So, ich muss jetzt drauf achten, Shani heilt mich nicht. Au! Ich hasse euch jetzt schon. Seid solche Ärsche. Ah, ich sag ja, der Fokus in dem Spiel ist so beschissen. Hallo! Die kämpfen aber auch nicht fair, ganz ehrlich. Au! Ich kann den scheiß Fokus einfach nicht wirklich wechseln. Okay, der ist down. Der auch. Und der auch. So, einer von euch hat Safety-Maske. Ein Grabidol? Okay, ich nehme an, der Grabräuber hat die Maske. Noch ein Grabidol und noch ein Grabidol. Ah, das sind die okay, das ist nicht die Maske. Das wollte ich nicht. Das sind die Grabidole, die ich in die ins Dorf zurückbringen muss. Das kann ich dann auch noch tun in diesem Part. Ah ja, wir werden jetzt gucken, dass wir hier das meiste abschließen und dann ein bisschen auf Inselreise gehen, um die Rezepte zu holen und um zu lernen, wie man die dauerhaften Tränke herstellt. Das würde ich gerne tun. Und dann sollten wir gucken, dass wir Bones Geist zurückbekommen, den ich hier gerade dabei habe. Der blickt nämlich gerade gar nicht, was er hier tut. Okay, wir müssen da rein. Das Problem ist, wir brauchen eine goldene Maske und wir haben die noch nicht. Gut. Ich bleib hier. Ja, tut das. Ich will aber eigentlich nicht allein da rein. Ich will eigentlich gar nicht da rein. Ich weiß nicht mal, ob ich wieder rauskomme. Unten ist ein Ghoul. Das war knapp. Alter, nerv mich halt. Wenn ich hier nicht wieder rauskomme, muss ich laden. Das ist nochmal eine Statuette, okay. Und eine goldene Schale. Nochmal eine Menge Geld für mich, das ich eigentlich nicht unbedingt brauche, aber das trotzdem sehr nützlich ist. Und ein toter Pirat. Der die goldene Maske hat. Sehr gut. Und ich habe hier einen Schatten gesehen. Ja! Die können ja gar nichts mehr. Ist ja geil. Okay, Sarkophag plündern. Jetzt bin ich der Grabplünderer. Aber ich bringe wenigstens die goldene Maske zurück, ja? Da fehlt nur noch eine. Und die ist auch hier noch. Nee! Fucking hell. Gerade noch so reagiert. Das hätte mich umgebracht. Keine Ahnung, wie ich da jetzt rechtzeitig reagiert habe, weil ich hatte eigentlich echt gar keine Reaktion. Aber es hat funktioniert. Ich habe es gedrückt. So, Hebel ziehen. Dann geht hier eine Tür auf. Oh Gott! Und da ist auch schon der Altar. Für die goldene Maske, sonst kämen wir auch gar nicht raus. Zack! Und damit geht die nächste Tür auf. Und dann sind wir wieder hier. Dann müssen wir nur drüber springen.
Wenn ich jetzt hier wieder runterfalle, dann ist er kacke. Dann kann ich den ganzen Weg nochmal abklappern. Epp. Sordele. Damit haben wir jetzt fast alle fertig und mein Geist ist despawned. Toll. Stahlbart, komm bitte zurück. So, dann geben wir die Quest ab. Die eine. Die andere, für die wir ins Dorf zurück müssen, machen wir danach. Wenn wir fertig sind hier im Dschungel. Und ich denke, wir kommen hier recht schnell durch jetzt. So, mein Freund, alle sind tot. Ich hab's geschafft. Ich selber geplündert. Du kannst wieder nach Hause gehen. Die Plünderer sind tot. Du trägst die Kleider der Piraten. Aber du scheinst ein Hoshi der Marakai zu sein. Darum werde ich tun, was du sagst. Bleibe wachsam, damit auch du deine Feinde erkennst. Mach ich. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Chi, nun da die Piraten tot sind, kann ich dir zeigen, wie man den Speer benutzt. Ja. Zeig mir, wie man mit dem Speer kämpft. Chi, was willst du wissen? Eigentlich gar nichts. Ich wollte nur mal fragen, was du so Tolles kannst. Nicht viel. Okay. Wir sind also in der Richtung fertig. Jetzt müssen wir das hier noch abklappern. Das ist nicht mehr viel. Da sind auch noch irgendwelche Ruinen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht in irgendwelche Viecher reinrennt und mir den Ruhm klaut. Fangen wir in der Richtung an. Da ist meine Truhe. Und da unten war ich, glaube schon. Das dürfte das sein, wo dieser Panther war. Und da ist noch ein Grog nebendran. Okay, easy. Ich kann den Grog nicht aufheben, glaube ich. Okay, dann halt nicht. Gut, dann jetzt zu den Ruinen. Da ist auch noch eine Truhe. Und der Weg führt dahin, wo ich schon war, schätze ich. Ich glaube nicht, dass hier noch was auf mich wartet. Obwohl, da gibt's noch, da kann man auch hochklettern. Ich glaube, da war ich auch noch nicht. Oder vielleicht doch. Ich bin gerade selber nicht sicher. Mehr Grog. Und eine Voodoo-Puppe, auch immer gut. Ich habe aber schon eine gekauft. Hätte ich die hier gefunden, dann hätte ich die nicht kaufen müssen, als ich Salo übernommen habe. Aber hier scheint nichts zu sein. Ich bin jetzt ein bisschen orientierungslos gerade. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was machen muss. Bones, what the fuck? Sprintet da von irgendwo her. Ich denke, hier kann ich noch hoch. Ich denke, hier standen sogar Hakeke und der andere. Götter sind zornig. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Dann kann es sein, dass hier einfach nur die ist, die diese... Ja, genau die. Okay, dann bin ich da umsonst rumgekraxelt. Denn da hätte ich auch einfach außen rum gehen können. Okay, dann müssen wir, glaube ich, nur noch zu diesem anderen Tempel. Und hoffen, dass wir noch die Goldmaske kriegen, die wir da brauchen. Kann aber sein, dass ich die noch nicht habe. Und dass ich die woanders finde. Wo war das jetzt? Naja, hier. Hier rechts. Da ist auf jeden Fall mal Termitenviehzeug. Ist aber easy zu killen. Ja, bringt doch noch 50 rum. Stahlbart hat gar keinen Bock mal wieder. So, hier in der Richtung scheint nichts zu sein. Okay, dann halt nicht. Gut, dann würde ich sagen, auf in den letzten Tempel. Und hoffen, dass ich hier jetzt noch an die... Oh mein Gott, weh. Dass ich hier noch an die goldene Maske komme. Da mach ich mit. Wer freut sich schon?
Predigen und kämpfen ist das Einzige, was er tut. So, sieht man erstmal wieder nichts. Okay, diesmal folgt er mir auch. Okay, Slow-Mo-Effekt ohne Sinn. Auch diesmal sehr knapp reagiert. Okay, ein toter Pirat. Und eine goldene Maske. Sehr gut. Oh, shit. Das hat mich jetzt überrascht. Gut. Das war's mit dir, du Mistvieh. Okay, jetzt suchen wir aber erst alles ab, bevor wir diese Maske da drauflegen. Und theoretisch erscheint dann entweder der Geist oder ich muss zurück und mit dem nochmal quatschen. So oder so habe ich die Quest dann auch abgeschlossen. Geht also hier Schlag auf Schlag. Kommt mal raus bitte, sonst sitzt ihr da in dem Zimmer fest. Gut. Keine Ursache. War ein Kinderspiel. Wir werden endlich ins Totenreich gehen können und unsere wohlverdiente Ruhe finden. Schöne Vorstellung. Das könnte dir so passen. Du bleibst erstmal schön an meiner Seite. Wir sind hier noch nicht fertig. Ja, man wird sich ja wohl noch etwas wünschen, oder? Was dem Volk der Marakai einen großen Dienst erwiesen. Sprich mit dem Ältesten der Marakai. Er wird dich mit weltlichen Dingen dafür belohnen. Doch sei gewarnt, wenn sich noch einmal jemand an den Masken vergreift, werden wir wiederkommen. Ja, ist klar. Dann mach's mal gut. Wohl, Fremder. Hat es jetzt nur das Tor geschlossen? Da ist noch eine Jaguarpfote. Oh! Oh! Das hat meine Sammlung erweitert. Ritual plus 10. Jetzt fehlt nur noch... Ah, die Rasse muss ich noch kaufen. Da sollte ich kurz alle Händler abklappern. Und dann fehlt nur noch eins. Und ich kann mir vorstellen, ich kriege da hier noch in Marakai die Info dazu. Es kann aber auch sein, dass ich das einfach verpasst habe. Dann habe ich ein kleines Problem. Dann muss ich mich nochmal genauer umsehen. Aber jetzt sind wir hier erstmal fertig. Folgendes. Wir gehen jetzt zurück zum Dorf. Wir machen Schnellreise, damit wir hier nicht so viel watscheln müssen. Und reden mit dir? Ich habe mit Koraka gesprochen. Er wird keine Piraten mehr jagen. Die Plünderer bei den Ahnengräbern sind tot. Dafür danke ich dir, Hoshi. Du bist ein guter Mensch. Hier, nimm das für deine Mühen. Okay, ein dummer Trank. Koraka ist auch hier. So, erstmal das. Hier sind die Idole deiner Familie. Sie sind es wirklich. Kavongasa Mogucho. Vielen Dank. Du kannst dir eine Belohnung aussuchen. Ich habe einen Totenkopfring, der dich stärker macht. Oder einen Voodoo-Trank, der deinen Geist stärkt. Na, in dem Fall nimm den Ring. Ich will den Totenkopfring. Möge er dich schützen. Ich glaube nicht, dass der Trank permanente Wirkung hat, aber der Ring ist leider auch scheiße, oder? Ich glaube, den habe ich nämlich schon. Ich hätte sogar schon angelegt. Okay, ich lade kurz. Wir sehen uns nach dem Cut gleich wieder. So, wir nehmen den Voodoo-Trank. Ich nehme den Voodoo-Trank. Möge er dich schützen. Geistessenz. Ich nehme an, das ist eine temporäre Sache. Also nicht gerade nützlich, aber immer noch besser als der Ring, den ich noch verkaufen kann. Das ist nicht bei Plunder. Geistessenz. Ja, das bringt temporär schwarze Magie. Okay, egal. Nevermind, egal. Ich habe alle Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken liegen nun wieder an ihrem Platz. Ich spürte bereits eine Besänftigung der Hike. Sprich mit unserem Schamanen Osamu. Er wird deine Tat belohnen. Ah, an den habe ich gar nicht gedacht. Wo finde ich Osamu? Er lebt als Einsiedler in den Bergen. Geh am besten durch die Höhle hier im Dorf. Auf der anderen Seite gehst du links in die große Schlucht. Osamu wohnt auf einem Hang rechts den Fels hinauf. Durch die Höhle, dann links und dann rechts den Fels hinauf. Alles klar. Ja, den hatte ich ewig nicht gesehen. Zeig mir deine Ware. Wo ist dieser
Dinger, den ich hier noch brauche. Ich dachte, es hätte einen Händler gehabt. Müssen sie Step by Step machen hier. Der hier ist noch ein Händler. Also wenn der es nicht hat, dann weiß ich nicht, wo ich es herkriege, ehrlich gesagt. Zeig mir deine Ware. Der hat es auch nicht. Muss ich noch warten. Dann habe ich es irgendwie gerade nicht im Blick. Vielleicht aber auch... Vielleicht kann der auch handeln. Nee. Ich habe die Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken befinden sich nun wieder an ihrem Platz. Damit hast du den Marakai eine große Ehre erwiesen. Dein Handeln soll nicht unbelohnt bleiben. Nimm diese legendäre Rasse als Zeichen der Freude. Jetzt bekomme ich sie, okay. So, sagen, hält 20 Punkte. Hilfe. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Wie viel gibt es denn? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 gibt's, 20 habe ich. Das heißt, ich habe bei meinem ersten Run gar nicht alle bekommen. Wir haben da mehr als eins gefehlt sogar. Also mindestens zwei haben wir gefehlt. Ich gehe zurück zum Schiff jetzt. Ich habe jetzt einen Plan. Erstmal wollen wir gucken, wo Bones sich jetzt auf dem Schiff aufhält. Ich hoffe, da ist er. Okay. Bones, es geht ein schönes Schiff. Danke. Wäre schade drum, wenn Mara es in seine Einzelteile zerlegt. Dann passen wir besser auf, dass Mara uns nicht erwischt. Sie wird jeden unserer Züge schon im Voraus erkennen. Mit der Einstellung können wir ja gleich einpacken. So wichtig bin ich nicht, dass meine Einstellung ins Gewicht fallen würde. Wir schaffen das schon. Wenn nicht, werden wir es bald erfahren. Darüber reden wir noch. Später. Ei. Okay. Sorry. Ich gehe jetzt zu allen anderen Inseln und hol mir die Rezepte für Voodoo. Das heißt, ich muss... zu Emma nach Antigua, an die Schwertküste und nach Caldera. Und ich brauche aber auch einen Lehrer für Alchemist. Trankbrauen. Denn eigentlich sollte es hier einen geben, aber die kann es mir nicht beibringen irgendwie, außer ich habe falsch geklickt. Aber ich muss hier an die Schwertküste und nach Caldera und ich habe in beiden Fällen auf jeden Fall einen Lehrer dafür. So, und dann brauchen wir noch eine Schmiede. Das sind die drei, vier Sachen, die ich machen will. Ich werde es hier einfach kurz für euch zurechtschneiden, damit ihr hier nicht so lange die Ladebildschirme mit ansehen müsst. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Also bis gleich. So, wir fangen erstmal hier in Caldera an. Da haben wir den Typen. Benimm dich hier! Ja, ja. Ganz ruhig. Was weißt du über Voodoo-Tränke? Nicht viel. Tränke herstellen. Brauche ich Voodoo 4? Das heißt, wir lernen das jetzt gleich mal. Und bringen Voodoo von 2. Da wir den Totenschädel haben, direkt auf 4 und können Tränke herstellen lernen. Als nächstes müssen wir nur noch Härte leveln. Und Härte Stufe 5 bringt mir, glaube ich, Klingenfest. Schon mal. Dann brauche ich aber einen Lehrer, der mir das beibringt. Machen wir gleich. Was weißt du über Voodoo-Tränke? Nicht viel. Zeig mir, wie man Tränke herstellt. Die Eingeborenen haben das Wissen um die Pflanzen. Sie wissen, wie man die Kraft aus ihnen holt. Das haben sie in ihren Rezepten niedergeschrieben. Also brauche ich ein Rezept? Genau, ein Rezept. Cool. Zeig mir deine Sachen. Der müsste eins haben. Die Scharfblickpaste ist für Fernkampf. Die anderen sind nicht für dauerhaft, das sind nur temporäre. So, dann haben wir jetzt schon mal das hier. Lass mich mal an den Voodoo-Altar. Am Voodoo-Altar kann man das nicht machen. Da kann man nur die Talismänner herstellen. So, dann hätten wir das soweit. Wir können jetzt Tränke herstellen. Uns fehlen noch zwei Rezepte, dass wir fast alle haben. Dann fehlt immer noch ein Rezept. Ich weiß nicht genau, ob ich das noch kriege. Wo ist eigentlich die Besitzerin von dem Ganzen? Was ist denn mit dem hier? Habe ich bei dem noch irgendwas Cooles? Ich weiß gerade gar nicht. Karte von Caldera. Okay, ja, gut. Die habe ich aber schon. Dadurch, dass ich... eine Schatzkarte hatte. Okay, dann hätten wir das soweit. Oh, Goldklee, cool. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte Klingenfest
eventuell noch lernen. Voodoo-Lehrer brauche ich schon mal nicht mehr. Härtelehrer. Da brauche ich eine harte Sau. Und die befindet sich nicht hier. Aber in Antigua und in der Schwertküste. Und auf beide Inseln muss ich jetzt eh noch. Mein nächstes Ziel dürfte dann Antigua sein. Wir sehen uns gleich wieder, denn ich cutte wieder. So, wir sind auf Antigua. Ich mache jetzt zuerst mal das hier. Wir bringen Härte auf 5. Weiter kommen wir noch nicht. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Zeig mir ein paar Tricks. Dann lass mal hören. Ich will Schnittverletzungen noch besser wegstecken. Wie oft warst du schon verletzt? Einmal? Zweimal? Oder öfter? Na, zumindest öfter, als mir lieb ist. Dann weißt du doch, was auf dich zukommt. Der Körper kann sich darauf einstellen. Wenn du bereit bist, wirst du die Verletzungen gar nicht merken. Gar kaum. Okay, wir hätten also schon mal Klingenfest auf Maximum gelevelt soweit. Zumindest was die Talente angeht. Sind es Talente? Nee, Fähigkeiten. Okay. Wer solche Freunde hat, braucht keine. So, dann will ich hier kurz ran. Jetzt nicht, ich bin beschäftigt. Achso, ja, ich wäre in die Schmiede. So, machen kurz Sturmwind. Die Waffe ist zwar scheiße, aber damit haben wir auch die Quest erfüllt. Als nächstes noch kurz zur Händlerin und holen uns das letzte, eins der letzten Rezepte hier. Hallo. Zeig mir deinen Kram. Sieh dir ruhig alles genau an. So, sie hat auch ein Rezept, nehme ich an. Und zwar die Schwertdornessenz ist für Nahkampf sehr nützlich. Und das letzte, was wir noch brauchen, befindet sich an der Schwertküste. Und ist, war zumindest immer das Wichtigste. Könnte jetzt immer noch nützlich sein, denke ich. Dazu müssen wir jetzt zur Schwertküste. Wir sehen uns gleich wieder. So, und hier bin ich jetzt leider bei Nacht. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber es sollte kein Problem darstellen. Die feiern die ganze Nacht, wie es scheint. Okay, bei wem kann ich das denn kaufen? Lass uns handeln. Bei dir, glaube ich. Nein, bei dir nicht. Bei dir nur Baupläne, dann vielleicht bei dir. Nein, ist... Oh Mann, okay, aber es gibt noch eins für Diebeskunst. Oder habe ich das vielleicht schon gekauft? Du bist auch noch Händler. Wieso leckt es hier jetzt so? Was macht ihr da für Sachen? Ulele. Okay, perfekt. Das brauche ich nämlich noch. Narrensaft. Und dann habe ich alle außer eins, und zwar das für Härte. Gaia hat viele Geschenke. Man findet sie überall in der Natur. Ja, wo du jetzt, was du jetzt hier machst. So, und jetzt gehen wir mal in diesen Voodoo-Kessel. Ich glaube, mehr kann ich gerade nicht machen. Also das letzte Rezept fehlt mir noch. Vielleicht finde ich das noch in Maracay, aber vielleicht auch nicht. Geh zurück zu den Changanombi. Du musst deinen Weg gehen. Ich weiß nicht, warum ich mit dir geredet habe. Okay, denn wir können jetzt hier an den Voodoo-Kessel und sagen jetzt, wir wollen auf jeden Fall mal Narrensaft auf Maximum. Dann haben wir da 10 Level. Aber das sind auch alles unterschiedliche Sachen. Also da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Das hier ist für Kampf, für Nahkampf, sehr wichtig. Und das ist für Fernkampf nicht so wichtig, vor allem für mich gerade. Und das hier ist für Schwarze Magie, Totenkult, Ritual ebenfalls nicht wichtig. Aber wie ihr seht, ich brauche diese ganzen Zutaten immer nur für eins. Also kann ich die komplett ausgeben. Gar kein Problem. Und dann kann ich die mir alle reinballern. Und mein Level von diesen Punkten hier kurz mal erhöhen. Was ist das? Narrensaft hat kein Bild, okay. So, dann hauen wir uns das hier kurz um 10 hoch. Dann hauen wir uns... Ah, das könnten wir auch noch... Das ist... Ja, da könnten wir noch aufs Rezept warten. Dann kriegen wir statt 15 da zusammen. Ich weiß aber nicht, wo das Rezept ist. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Finden wir vielleicht noch raus. Wo sind die anderen Tränke? Das hier zum Beispiel. Das kriegen wir um 12 hoch. Scharfblickpaste, da kriegen wir Fernkampf um 10 hoch alle. Und da kriegen wir Nahkampf um 10 hoch alle. So, das sind, glaube ich, die besten Möglichkeiten, um das noch zu leveln. Und das sieht jetzt so aus. Hat sich also ein bisschen verändert. Weiß nicht, ob es arg auffällt. Aber das wäre es jetzt an der Stelle. Jetzt können wir zum nächsten Ziel. Und das ist jetzt erstmal nicht... Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Die Bucht von Maracay. Sondern wir wollen zurück zur Insel der Toten. Und Bones mitnehmen. Und dann hoffe ich, dass wir das in diesem Part noch schaffen und im nächsten Part die Bucht von Maracay komplett zum Schluss erforschen. Ab jetzt mache ich auch keinen Cut mehr, denn wir haben alles geholt, alles abgeschlossen. Wenn ich noch irgendwo dieses Rezept übersehen habe, dann finde ich das hoffentlich noch raus. Aber das mache ich erst, wenn ich in
der Bucht von Maracay fertig bin. Das wird wahrscheinlich in dieser Session nichts mehr. Ich schätze, in der nächsten Session aber sollten wir es schaffen. Eventuell ist das hier auch die vorletzte Session dieses Projekts. Ich hoffe es zumindest, denn ich will hier langsam durch sein. Und dann haben wir noch Risen 3 vor uns. Und wären dann mit dieser Trilogie durch. Ich glaube nicht, dass es einen vierten Teil gibt, denn danach kam ja Elex. Und ich glaube, da haben sie dann Risen gelassen an dem Punkt. Könnte auch sein, es gibt einen vierten Teil, weil irgendwie, ja, das Story-Ende vom dritten Teil ist ein wenig seltsam. Ein wenig offen, glaube ich auch. Und ja. Wäre schon cool, wenn es noch einen vierten Teil gibt, weil ich glaube, der dritte war relativ mein Favorit. Ich meine, jeder Teil hat Neuerungen. Der erste Teil ist sehr schön an Gothic angelehnt und damit sehr interessant an sich. Der zweite Teil finde ich toll wegen dieser Sache mit den Äffchen und der eigenen Piratencrew und so. Und im dritten Teil erweitert sich es dann nochmal ein bisschen. Wieso lädt das hier jetzt so lang? Und ich schneide hier gleich, wenn es so weitergeht. Ja, im dritten Teil kommen dann nochmal sehr interessante Neuerungen, finde ich. Und ich freue mich schon drauf, aber ich freue mich nicht drauf, dass das hier ewig lädt. Deswegen scheint es fast so, als hätte sich das Spiel aufgehängt. Das wäre jetzt unpraktisch. Aber ich schneide hier einfach. So, geht doch. Ja, ich muss das Spiel neu starten. Aber wir sehen es an der Insel der Toten. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Keine Ahnung, warum es mich angemeckert hat. Ich hoffe, das geht jetzt recht schnell. Aber wir müssen jetzt erstmal mit Bones drüber reden, was er dazu sagt, dass wir hier sind. Ich spüre, dieser Ort ist etwas Besonderes. Ich würde nur zu gerne diese Insel betreten. Klar, und dann bin ich dich los. Nein, du bleibst schön, wo du bist. Okay, ich darf ihn nicht mitnehmen. Kann ich auch gar nicht. Denn wir können ja nur alleine dahin. Aber ich reise direkt zu dem Altar. Yo, was ist denn jetzt los? Yo, shit. Verarscht mich doch, ihr Penner. Spawn da einfach Gegner. Keine Ahnung, ob die hier sein sollten oder ob die respawned sind. Ob das mit Bones zu tun hat oder ob das... Demzufolge gehe ich nochmal zurück und laufe vom Schiff aus los, um zu gucken, ob da noch mehr Gegner sind. Weil ansonsten fühlt sich das ein bisschen cheesing an, wenn ich hier einfach direkt hinreise und alle Gegner vermeide. Keine Ahnung, ob die respawned sind wegen der Quest oder ob die allgemein respawnen. Aber wir laufen jetzt einfach kurz rein. Mal sehen auch, ob der Typ was zu sagen hat dazu. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt hier chillt. Oder doch am Altar, wo ich gerade war. Aber theoretisch müssen wir nicht viel machen. Weil wir müssen nicht viel erforschen. Wir haben ja alles schon durchsucht, wir haben alles schon bekämpft und es wird wohl kaum irgendwas Neues hier aufgetaucht sein. Da ist er. Sagt er was dazu? Ne. Okay. Gut, wir laufen jetzt einfach nochmal durch bis zum Altar. Den Rest brauchen wir uns nicht nochmal ansehen. Ich glaube, um mich zu erinnern, dass wir eventuell nochmal ein paar Inseln an ein paar Stellen abklappern sollten. Mache ich nicht in diesem Part und auch nicht im nächsten. Im nächsten Part machen wir tatsächlich die Bucht von Maracay wahrscheinlich fertig. Also nicht die ganze, aber die Erforschung. Da ist tatsächlich der Wächter respawned. Aber den kriege ich platt. Au. Ja, der gibt nochmal ordentlich Ruhm. Da ist noch ein Ghoul. Den kriegen wir auch ganz schnell weg. Wir sind Two-Hit. Und dann sind wir eigentlich schon fast da. Dann müssen wir nur kurz zum Geist von Bones. Und hoffentlich reicht es einfach mit dem zu reden. Okay, mehr ist gar nicht respawned, glaube ich. Hoffentlich reicht es einfach mit dem zu reden und dadurch die Quest abzuschließen. Fuck, da ist wieder ein Wächter. Egal, kein Problem. Aus irgendeinem Grund laggt es hier auch ein bisschen. Ich weiß nicht, was los ist. Aber es scheint so, als hätten wir jetzt alles gekillt.
Okay, dann legen wir uns nochmal aufs Ohr und dann sollten wir zu Bones Geist gehen und das ganz schnell abschließen, hoffentlich. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es allzu lange dauert. Aber dieses Gelegge ist seltsam. Das hat eigentlich keinen Grund dazu. Ignorieren wir das fürs Erste einfach. Okay, ich laufe jetzt nochmal den Weg ab, weil ich nicht weiß, ob es hier Feinde gibt, aber normalerweise dürfte hier nichts an Feinden existieren. Leider hat das Spiel was gegen mich. Denn wir müssten ja eigentlich recht schnell durchkommen. Und rennen erstmal gegen die Wand, sehr gut. Ja, eigentlich dürfte in dieser Welt gar nichts mehr existieren. Hier war damals noch der Silberrücken, wenn das ein Silberrücken war. Und eigentlich dürfte hier nichts mehr sein, außer dem verwirrten Geist von Bones. Alles andere, den Gorilla habe ich getötet und die anderen vier sind abgehauen, nachdem die Quest erfüllt war. Aber Bones Geist dürfte immer noch hier sein. Und den müssen wir jetzt retten. Da ist er. Ich hoffe, das war kein Fehler, hierher zu reisen, aber ich denke nicht. Du bist Bones, richtig? Zumindest der gestorbene Teil von ihm. Von dir, meine ich. Was rede ich denn da? Bones? Ja, das ist er. Das ist unser Name. Aber woher weißt du das, Lebender? Ich habe deinen Bruder getroffen. Bruder? Wir haben keinen Bruder. Nein, er ist vielmehr dein zweites Ich in der Welt der Lebenden. Wir sind verwirrt. Das macht nichts. Wir kriegen dich schon wieder hin. Wir glauben dir kein Wort. Nun fort mit dir, du Ungetüm. Ja, ja, bleib locker. Bones sagte mir schon, dass du eine harte Nuss bist. Höllenfeuer und Donnersturm sollen dich verzehren! Erinnere dich, der weiße Schal ist dein Wegweiser. Ich verstehe, was du sagst. Das ist ja schön. Ich erkenne jetzt den Weg. Ich sehe es ganz deutlich. Ein Pfad in die Welt der Lebenden. Jetzt hast du es kapiert. Ja. Es ist wunderbar, das Leben hat mich wieder. Warte mal, bevor du dich verflüchtigst. Du kannst mir hier vielleicht helfen. Der Weg ist nicht mehr weit. Keine Zeit mehr. Schade. Na gut, dann geh mal rüber zu deinem Bruder. Leb wohl. Ich sehe dich auf der anderen Seite, mein Freund. Yes, das ging tatsächlich recht schnell. Wir haben es geschafft und ich schätze, hier gibt es keine Feinde. Ich glaube nicht, dass jetzt Feinde respawnen oder sonst was. Ich meine, es gibt in dieser Welt keine Feinde. Und dasselbe gilt jetzt auch für die Rückreise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jetzt Feinde existieren, die gerade eben noch nicht da waren. Vielleicht ist es, weil ich die Insel verlassen und wieder betreten habe. Vielleicht ist deshalb was respawnt. Vielleicht ist es wegen der Quest, aber das wird wohl kaum zweimal passieren. Ich will auf jeden Fall jetzt nicht viel zu viel Zeit in diesem Part noch verbraten. Wir wollen zurück zum Schiff und im nächsten Part dann in der Bucht von Maracay weitermachen. Da fehlt uns ja nur noch ganz wenig. Und dann haben wir da alles erforscht und können nach und nach die Quests erfüllen, die noch fehlen. Und ich denke, das könnte dann tatsächlich auch ganz schnell gehen. Vielleicht ist es in der Session dann nur noch ein Part, bis wir die Maracay-Bucht tatsächlich abgeschlossen haben. Vielleicht machen wir es ja auch alles noch in dieser Session. Vielleicht mache ich einen extra Part draus, damit das hinhaut. Genauso könnte ich vielleicht in One Piece recht schnell durchkommen mit 5 Parts, wenn ich es richtig mache. Auf jeden Fall, hier sind keine Feinde respawned. Jetzt reden wir kurz mit Bones. Und hoffen, dass der wieder normal ist. Und dann können wir zurück zur Bucht von Maracay und dort dann weitermachen im nächsten Part. Ich habe deinem Geist etwas vom weißen Schal erzählt. Nein, das kann nicht sein.
Doch, und es hat geklappt, genau wie du gesagt hast. Dein anderes Ich ist aus dem Reich der Toten zu dir zurückgekehrt. Aber das heißt ja... Das heißt, dass du wieder normal bist. Naja, fast. Ja, ich spüre es. Du hast recht. Heil dem großen Kagunga und seinen Schergen. Ich bin frei. Schön, dann können wir ja wieder an die Arbeit. Ich danke dir, mein Captain. Du hast mir mein Leben zurückgegeben. Ich schulde dir was. Ich bin nun am Ziel meiner Reise. Ich werde dir folgen und dich unterstützen, bis du deins erreicht hast. Tja, ich fürchte, das dauert noch ein bisschen. So, haben wir genug Ruhm? Wir könnten Härte auf 6 bringen. Und das wäre dann, glaube ich, kugelsicher auf 2. Ja. Und dann bei 8 kriegen wir noch mehr maximales Leben. Und bei 7 kriegen wir noch Einschüchtern hoch. Ich werde das also einfach kurz tun. Das ist nämlich auch wichtig und nützlich. Und noch etwas. Ich habe herausgefunden, es gibt kein Rezept für Lederöl. Also für das Letzte, was fehlt. Klingenfest, kugelsicher, Einschüchtern plus 2. Da gibt es scheinbar kein Rezept. Deswegen saufen wir das jetzt kurz so rein. Und diese einzelnen, die hier fehlen, das Heldenkraut, müssen wir halt einzeln essen. Gibt dann nur 1, geht nicht anders, es hat kein Rezept. Leider. So, mein nächstes Ziel ist, da ich jetzt Härte auf Stufe 6 habe, zuerst noch kurz auf eine Insel zu gehen. Oha, ich bin ja fast... Okay, ja, ich bin fast fertig. Aber es fehlt, glaube ich, immer noch 1 von der Sammlung. Weiß aber nicht genau was. Ich hoffe, das finden wir noch raus in der Bucht von Maracay, weil da sind wir noch nicht ganz fertig. Aber Härte-Dinger, ich brauche einen Wirt. Der nächste Wirt ist in Antigua. Oder Tacarigua. Ich würde sagen, wir gehen nach Tacarigua. Da waren wir noch nicht. Und da können wir auch noch Degen kurz hochbringen. Und dann werden wir fertig. Neuen Kurs zu setzen. Und können beim nächsten Mal wieder nach Maracay gehen. Also holen wir uns ganz kurz den Degen auf Maximum. Eventuell müssen wir ein bisschen was verkaufen. Holen wir uns kurz Kugelsicher auf Maximum. Und danach gehen wir noch kurz nach Antigua. Und holen uns Degen tatsächlich auf Maximum, weil wir können ja nur auf Stufe 2 gehen. Und dann können wir uns in der Bucht von Maracay wiedersehen und den letzten Teil der Insel erforschen. Wobei, ich weiß gerade nicht, brauche ich Degen wirklich? Weil ich werde wahrscheinlich keinen Degen anlegen. Ich glaube, das ist Schwachsinn, den Degen jetzt hoch zu leveln. Und ich habe auch nicht unendlich viel Gold. Wie ihr seht, habe ich nicht mehr so viel und ich will jetzt auch nicht mehr so viel Zeug verkaufen müssen. Ich bin eigentlich soweit fertig, denke ich. Ich will nur noch hier das mit dem Kugelsicher holen und dann halt demnächst Medikus und so. Und hoffen, dass ich dafür noch genug Gold zusammenkriege. Jetzt rede ich ganz kurz mit dem Typ und dann hauen wir, glaube ich, gleich wieder ab. Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Das hier. Zeig mir, wie ich Schussverletzungen noch besser wegstecke. Da gibt es keinen Trick. Aber du hast einen großen Vorteil. Du kennst die Schmerzen bereits, die auf dich zukommen. Du bist oft genug verwundet worden. Daher solltest du auch damit umgehen können. Also reiß dich ein bisschen zusammen. Und das wird schon funktionieren. Sehr gut. Damit hätten wir kugelsicher auf Maximum. Wir sind jetzt sehr gut geschützt im Kampf. Allgemein, meine Fähigkeiten sehen super aus, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir reisen jetzt einfach in den Sonnenuntergang. Zurück nach zur Bucht von Maracay. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Und ich würde sagen, dass wir hier jetzt, vor allem in Sonnenuntergang, genau, eher in Sonnenaufgang, aber ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle den Part beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in der Bucht von Maracay. Deswegen warten wir noch kurz. Bevor es dunkel wird. Bis es dunkel wird. Komm schon. Deswegen mach's gut und bis dann. Ciao.